of course, they were headed my way. Ah, okay. Das sieht schlechter aus da. Versuchen wir gleich nochmal. Die haben verdammt gute Westen, die Jungs. Also, das hat auch lang genug gedauert. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Die Dinger, die können wir eigentlich mitnehmen, wa? I saw the elevator doors were open. Na dann, gehen wir da doch rein. Und drücken den Knopf für die fünfte Etage. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. So, hier ist doch bestimmt eine Painkiller für uns. Oder auch nicht, schade. Ach du Scheiße. So.
Und natürlich kommt, ach, wieder so ein Typ mit einer Gatling. Es kommt einem so ein bisschen vor wie so ein Typ, wie so ein Endboss. Ach, komm. So, jetzt aber. Den kennen wir ja. Wobei, nehmen wir doch die hier wieder mal mit. Hier haben wir noch eine Pistole. Ja. Na gut, dann versuchen wir es mal. So, das lief ja ganz vernünftig bis hier. Jetzt kommt er hier. Okay, mal gucken. Jawohl, das sieht doch gut aus. I killed more cops than cholesterol and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long gone. So. Ja, ich sammle hier auch nur noch eben ganz kurz was ein. Und am besten auch hier. Pizza wäre nicht schlecht. Aber wir geben uns auch mit einer Painkiller zufrieden. Wenn wir denn eine finden. Was nicht so danach aussieht. Hier schauen wir noch einmal kurz. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Ouch. Was zum Henker? Wir sind ja fast tot. Thank you.
Tja, wir sind so gut wie tot. Ja, super. Der hat doch noch nie mal geschossen, oder habt ihr einen Schuss gehört? Na gut, machen wir das gleich nochmal. Nix da. So, Dauerfeuer, FTW. Gut, ich dachte, hier wäre noch einer. Gut, der wäre dann auch erledigt. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Die Kartons sind extrem hart. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Ja, aber ich hätte vielleicht noch gerne einen Painkiller oder so. Na gut. Dann nicht. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Ja, allerdings. This was a waste of time. Ach komm, ey. Dann gehen wir halt hier raus. My eyes and throat burned. But at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Tja, das ist peinlich. Aber nichts passiert. Nur, dass unsere Waffe wieder weg ist. Schon öfters mal vorgekommen. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Dann gucken wir mal, wo geht's lang? Wahrscheinlich hier durch die Tür. Ja, klasse! Mit drei Schuss geht das doch bestimmt richtig gut hier jetzt. Na, komm. So, wir werden
Freundin auch. Auch wenn ich mich ein bisschen verjagt habe. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. Und diese Musik erinnert mich immer an den Film, die ja im Hintergrund läuft. An den Film von Max Payne. Nein, wir wollen die. Nein, wir wollen die. Wir wollen die. Na gut. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Also ich kann hier dieses Fadenkreuz fast nicht sehen mit dieser blöden Waffe. Nehmen wir doch lieber die hier. Ach, das ist wieder so. Ah ja. Aha. Das war daneben, Kumpel. So. Ich schätze, wir müssen hier das Sicherheitstor aufmachen. Ja, das war klar, dass da einer von der Seite kommt. Da musste ich mich erstmal orientieren. Jungs, was haltet ihr wieder aus hier? Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. So. Die nehmen wir mit. Okay, sonst sehe ich hier jetzt nichts. Hier haben wir einen roten Knopf, den drücken wir mal. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Das ist die Schießkammer, da können wir nicht rein.